Das war vor 14 Jahren für mich völlig undenkbar, in so einer Position zu sein, wie ich heute bin. Mein Name ist Hans-Peter Opitz, ich bin Alleingesellschafter der GMC Instruments Gruppe und Geschäftsführer. GMC Instruments ist ein Mess- und Regeltechnikunternehmen mit Sitz in Nürnberg, das sich als Aufgabe gestellt hat, die sichere und effiziente Anwendung elektrischer Energie weltweit zu begleiten. Im Jahr 2003 ist das Unternehmen ja in eine Insolvenz gegangen und es war völlig klar, dass das Unternehmen reichlich Substanz hat, um wirklich die Zukunft alleine meistern zu können. Das Geld für die Übernahme war natürlich erstmal die ganz große Frage. Private Equity war essentiell daran beteiligt, weil ohne den Einstieg von einem Private Equity Investor, in dem Fall von Capiton in Berlin, als Eigenkapitalgeber wäre es völlig unmöglich gewesen, andere zusätzliche Geldgeber zu finden. 2006 ist dann die Deutsche Bank mit einer Refinanzierung des Gesellschafterdarlehens eingestiegen. Wir nehmen die GMCI seit vielen, vielen Jahren wahr als sehr dynamisch, als sehr innovativ, kommt sehr stark aus der technologischen Ecke und ist damit ein Paradebeispiel für deutschen Mittelstand, global orientiert mit starker technologischer Basis. Zu einer soliden und langfristigen Finanzierung gehört Eigenkapital. Und Eigenkapital, wenn es nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist, kann sehr gut durch Private Equity bereitgestellt werden. Leider ist es so, dass alle Private Equity Häuser ja gewisse zeitliche Befristungen haben. 2018 war es tatsächlich möglich, mit Unterstützung der Deutschen Bank die Anteile herauszukaufen. Die Zusammenarbeit mit dem Betreuer unserer Deutschen Bank ist ausgesprochen vertrauensvoll und offen. Und ohne einen vertrauensvollen Partner hätten wir an vielen Stellen auch immer den Kürzeren gezogen. Wir wollen Sparingspartner sein, wir wollen Ideen entwickeln, wir wollen auch kritische Fragen stellen und so einen Beitrag dafür leisten, dass sich das Unternehmen auch langfristig weiterentwickeln kann. Also von der Deutschen Bank würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass sie uns weiterhin tatkräftig auch in internationalen Märkten begleiten kann. Es gibt keine andere Bank im Moment, die gerade im Auslandsgeschäft die Deutsche Bank ersetzen könnte.